Ja, liebe Marion, schön, dass wir jetzt die Gelegenheit haben zu sprechen. Wir haben ja im Vorgespräch relativ schnell zum Du gefunden, weil sowohl bei Shell als auch beim ESB eine Du-Kultur gelebt wird. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt uns ein bisschen in den Themen entlanghangeln können. Ich mag dich aber zuerst ein bisschen vorstellen. Du bringst ja selbst, wie du selbst gesagt hast, schon Diversity in deinem Lebenslauf mit. Du bist gelernte Bankkauffrau, Psychologin, mit Studium in Berlin, Amsterdam und Hamburg, zweifache Mutter, zwei Jungs, das ist nicht so ganz divers. Ich habe alles gegeben, es lag nicht in meiner Hand. Und hast 1997 begonnen bei der RWE, einer Gesellschaft von RWE, der DEA, die dann fusioniert ist mit Shell, und hast jetzt eigentlich 20 Jahre lang Posten gehabt bei Shell. Ich habe gelesen, regionale, globale Rollen im Personalbereich, zuletzt das HR Operations Team in Hamburg. Und bist jetzt seit 1. September Geschäftsführerin, also Mitglied der Geschäftsführung Shell Deutschland, Vice President für Personal in Deutschland, Österreich, Schweiz und Mittel- und Osteuropa und Arbeitsdirektorin. Wow. Und damit die erste Geschäftsführerin in Deutschland, also der deutschen Gesellschaft von Shell, in der 150-jährigen Geschichte, hast du gesagt. Ich fange jetzt erstmal nicht damit an. Wir kommen aber darauf sicher nochmal. Ich würde gerne mit der Frage einsteigen, so seit dem Eintritt in die Geschäftsführung, was ist das Besondere für dich an dieser Funktion und was ist vielleicht auch das Überraschendste für dich? Danke dir. Das war aber der 1. September letztes Jahr, also nicht dieses Jahr. Genau, 17. Genau. Ja. Noch nicht ganz so frisch mehr. Was war das Überraschendste? Ehrlich gesagt hatte ich mich auf die Position ja gar nicht beworben, also nicht auf die Geschäftsführungsposition, sondern der Vice President, und ich habe vorher schon abgecheckt, ich werde bestimmt in ganz vielen Anglizismen reden, dafür Entschuldigung, aber ich glaube, es ist in vielen eurer Unternehmen nicht anders. Der Vice President HR für die 14 Länder war eigentlich die Rolle, für die ich mich beworben habe. Deutschland ist von den 14 Ländern das größte und dementsprechend geht es in diesem Fall mit der Geschäftsführung einher. Ich habe danach auch viel gelernt, dass es in ganz vielen Unternehmen ganz anders ist und die Leute immer noch versuchen, einen HRler in die Geschäftsführung zu kriegen. Bei mir kam es so ein bisschen als Überraschungspaket dazu. Und in der Tat ist es der Bereich, in dem ich am meisten lerne. Und abgesehen natürlich von einer rechtlichen Verpflichtung, die man hat und der man da auch gerecht werden sollte, weil ansonsten man ganz schnell in einem anderen Institut landet, gibt es verschiedene Dinge, die wir in der Geschäftsführung besprechen und auch anregen können, die, glaube ich, gerade auch was euer Thema heute hier angeht, was das Thema Führung und was das Thema Kultur angeht, sehr intensiv gestalten können. Und da gucken wir auch insbesondere rein, weil die beiden anderen Kollegen, die mit mir in der Geschäftsführung sitzen, sind halt unser CEO, der Country Chair ist bei uns, also wirklich eine übergreifende Rolle hat, nicht ein dezidiertes Business führt, sondern wirklich eine integrative Rolle hat für die verschiedenen Bereiche und für das Land zu gucken. Und der andere ist ganz klassisch der CFO, also der Financer. Aber auch der hat auch noch andere Rollen nebenbei, also wirklich wie das so in so Konzernen halt ist. Das, was wir aber gemeinsam machen können, ist tatsächlich zu gucken, wie wollen wir Shell in Deutschland für die Zukunft aufstellen. Und die wenigsten haben irgendwie auf der Uhr, dass wir schon seit x Jahren wirklich in Sachen Energiewende unterwegs sind, auch Vorreiter sind, was das Thema Wasserstoff angeht, Forschung betreiben in Elektromobilität und British Gas vor ein, zwei Jahren gekauft haben. Also viel stärker wirklich jetzt in ganz andere Energieformen reingehen. Und das stärker nach Deutschland zu bringen und zu versuchen, die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen und auch mit Digitalisierung ganz andere Impulse zu setzen und die Leute nicht zu verlieren, sondern gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir ein Unternehmen für die Zukunft sind. Das ist so das, was mich an diesem ganzen Geschäftsführerthema tatsächlich reizt. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen nachfragen. Was würdest du denn sagen, ist in deiner Rolle so ein Highlight? Du sagst, das beflügelt. Aber was sind vielleicht auch Lowlights? Was beschwert auch ein Stück? Ja, da kann ich, glaube ich, auf die ein, zwei verschiedenen Rollen gucken. Also ich glaube, Highlight für mich in dieser Rolle als HRler für 14 Länder ist tatsächlich das Thema Führung.
Also ich habe in vielen, vielen kleinen Ländern von Albanien über andere Länder, die man eher kennt, Spanien, Italien, bis rauf nach Dänemark, ein breites Portfolio. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da sitzen, fast nur Kolleginnen eigentlich, also da ist Diversity anders besetzt, die sind ziemlich alleine in ihren Ländern. Die sitzen da mit ihren Country Chairs und haben eigentlich wenig Sparringspartner auf der Ebene. Und da kann ich ganz viel als Coach machen. Und ich weiß, es gab einen Workshop heute Morgen, wo es um Präsenz ging und die Frage, ob man Führung eigentlich wirklich virtuell machen kann. Wir machen das schon ganz lange und ganz viel mit Skype-Video und so weiter. Das ersetzt natürlich nicht den Plausch an der Kaffeemaschine, aber es ermöglicht schon eine ganz andere Art von Kontakt, wenn es um Probleme geht, wenn man sieht, ob jemand gestresst aussieht oder welche nonverbalen Signale er sendet und so. Das ist für mich ein echtes Highlight, mit den Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten und so ein bisschen zu helfen, dass sie wachsen und nicht so alleine sind und Sparringspartner zu sein. In der Geschäftsführungsrolle ist es, glaube ich, tatsächlich das Thema Veränderung und Begleiten und Dinge auf den Weg zu bringen. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, da Einfluss zu nehmen und die Möglichkeit zu haben, wirklich auch in Sachen Energiewende Neuerungen mit auf den Weg zu bringen, das ist toll. Lowlight, klar, gibt es auch. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit in unserer Organisation angelegt. Ich weiß nicht, hey, mal kurzer Check, wie viele von euch sind in einem globalen Unternehmen, Matrix-Organisation? Okay, dann werdet ihr auf jeden Fall genau wissen, wovon ich rede, wenn man das Gefühl hat, man hat ganz viele tolle Impulse und man sieht auch, was in dem eigenen Land und in der eigenen Firmenkultur gut funktionieren würde und das, was irgendwo anders entschieden wird, ist einfach komplett konträr zu dem und einfach total entkoppelt. Muss aber trotzdem irgendwie mit auf den Weg genommen und irgendwie umgesetzt werden. Das sind manchmal Lowlights, wo man denkt so, boah, ein bisschen mehr Entscheidungsfreude. Also ich habe bei Alexas Vortrag heute Morgen auch gedacht, ach, so ein Familienunternehmen mit so Werten und ich kann mal wohin gehen, 4 Wochen mal horchen und mich auf meine Haltung besinnen, würde ich auch manchmal gern machen. Jetzt stehen ja in so einer globalen Organisation, wie du es gerade schon gesagt hast, sicher enorme Themen an: Energiewende, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung oder Umweltbelastungsthemen. Gib uns nochmal ein bisschen einen Einblick, womit habt ihr das zu tun, was sind so deine Themen, die du da gerade am Bearbeiten bist? Ja, ich habe es eben schon kurz angerissen. Wir sind natürlich in der Wahrnehmung erstmal der Öltanker. Und gerade in Deutschland, wo wir als Shell in erster Linie mit unserem sogenannten Downstream-Bereich vertreten sind, also sprich, alles, was man hier macht, hat mit dem Produkt zu tun, sobald der Rohstoff auf der Erde ist, wird dann veredelt in einer Raffinerie, wird in Produkte umgewandelt, wir machen Forschung und Entwicklung und solche Sachen. Was wir verändern wollen an dieser Wahrnehmung ist halt tatsächlich, und auch an unserem ganzen Auftritt, ist tatsächlich zu sagen, okay, Menschen wollen Mobilität. Das erstmal ist positiv besetzt. Wie können wir dafür sorgen, dass Mobilität mit weniger Umweltverschmutzung einhergeht, mit einem besseren CO2-Footprint einhergeht, aber auch mit ganz anderen Energieformen. Also wir forschen ganz viel, wir gucken und setzen auf verschiedene Pferde. Ich habe eben Wasserstoff gesagt, ich habe Gas gesagt, ich habe auch gesagt, wir gucken in Sachen Elektromobilität, wie können wir da helfen und in verschiedenen Joint Ventures auch wirklich gucken, was nimmt der Kunde denn an, was wollen wir denn als Verbraucher alle? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer welches Auto im Moment fährt und was er denkt, was er in 5 Jahren fährt, ich glaube, das Bild würde unterschiedlich aussehen. Und da zu versuchen, den Weg zu begleiten und wirklich auch zu sagen, gerade in Deutschland, wo Energie und auch das Thema Umwelt so eine große Bedeutung hat, mitzuspielen und zu gucken, dass man da wirklich mitgestalten kann und dabei noch coole Arbeitsplätze zu gestalten und zu schaffen, das wäre natürlich genau das, was es ausmacht und mich da an der Stelle auch lockt. Das ist ja das Stichwort Kulturwandel. Ich würde es noch gerne ein bisschen konkreter machen. Also wie macht ihr das nach außen? Das ist ja das Thema Wahrnehmung. Aber auch nach innen, das ist ja, wir hatten es im Vorgespräch auch ja ein Thema nach innen, wie stellt sich Shell auf und was macht das mit den Mitarbeitern? Also kannst du uns da nochmal so ein bisschen eine Ebene konkreter einen Einblick geben? Was meinst du konkret, wenn du Kulturwandel sagst? Ja, genau. Das wäre eine Gegenfrage. Ich habe es jetzt gerade mal versucht mit dem Bild von außen, das ist ja das eine, das hat ja auch eine Seite nach innen. Ich glaube, wir sind schon ganz lange auf einer Reise und an ganz vielen Stellen sind wir, glaube ich, viel weiter als andere Unternehmen.
Ich war letztes Jahr bei Xing auf einer Podiumsdiskussion und da war ich auch so ein bisschen der alte Öltanker und dann saß da jemand vom Recruitment von Xing, VP Recruitment und dann ein Startup-Unternehmen und eine Frau, die mittelständische Unternehmen begleitet hat und ich dachte so, oh Gott, in diesem Kreis, da bin ich jetzt nicht gerade die Beliebteste. Und es ging um Diversity und es ging um Arbeitsplätze für Frauen, in erster Linie im Moment ja immer noch Frauen in Teilzeit, was auch immer, attraktiv zu gestalten. Und am Ende der Session habe ich für mich auch mit rausgenommen, dass ich gedacht habe, boah, was das Thema Kultur angeht, sind wir an vielen Stellen viel weiter als manche Startups. Weil wir keine automatische Präsenzkultur haben, weil wir ganz viel Jobshare machen, weil es für uns sehr selbstverständlich ist, Teilzeit zu ermöglichen und solche Dinge. Das ist für mich alles Unternehmenskultur. Und am langen Ende wird die, glaube ich, immer über Führungskräfte gestaltet. Natürlich hat man irgendwie eine DNA, die ist bei Shell sehr, glaubt man jetzt auch erstmal nicht wahrscheinlich, sehr kompromissbezogen und sehr harmoniebezogen, was furchtbar viele Entscheidungswege und manchmal wirklich lange Prozesse mit sich bringt. Wir sind auch komplex. Aber wir sind auch sehr welcoming und sehr mit diesem Du und ich glaube, es ist relativ leicht, erstmal bei uns Fuß zu fassen und sich wohlzufühlen. Und es ist relativ, ich glaube schon modern, an manchen Stellen auch agil, aber Unternehmenswandel oder Unternehmenskultur zu verändern, glaube ich, passiert ganz viel auch im Kleinen. Und wenn ich jetzt auf meine letzte Rolle gucke, und du unterbrichst mich einfach, wenn ich nicht das beantworte, was du gerne hören möchtest. Alles gut. Dann habe ich ein Team damals übernommen, ich glaube von 18 Leuten, viele auch in, oder einige in Teilzeitmodellen und habe selber Teilzeit gearbeitet. Da hat mich mein Chef damals, also der in der Rolle saß, in der ich jetzt bin, erstmal gechallenged und gesagt, ganz ehrlich, du führst so ein großes Team und willst du das wirklich machen? Und, also Teilzeit war bei mir 90% und warum 90%? Weil ich halt zwei Kinder habe und es war mir ganz wichtig, dass ich für mich, für mein Gefühl, an 2 bis 3 Nachmittagen einfach zu einer gewissen Uhrzeit sagen kann, ich gehe jetzt nach Hause, ich logge mich abends nochmal ein, das ist bei uns auch relativ Usus, dass das möglich ist und auch kein Thema ist. Das habe ich meinen Mitarbeitern aber erklären müssen, dass ich von denen nicht erwarte, dass sie sich abends nochmal einloggen, sondern dass es meine Art von Work-Life-Balance ist und dass ich an einer bestimmten Stelle gehe. Als ich dann auf meine jetzige Position gegangen bin und meine Nachfolge kam, war das in dem Team schon so viel mehr möglich, einfach auch zu sagen, man möchte andere Modelle machen. Und wir haben jetzt jemanden, einen jungen Mann, der hat keine Familie und auch keine alternden Eltern, sondern der will einfach für sich und für sein Work-Life-Balance-Konzept auf Teilzeit gehen. Und er weiß ganz genau, dass er das natürlich fragen kann und dass er das auch machen wird, weil das vorgelebt wurde. Ganz egal, aus welchem Grund man das machen will, aber dass alle möglichen Varianten einfach denkbar sind. Fakt ist, dass er und 2, 3 andere das machen werden und das wiederum einer Mutter ermöglicht, in 50% zurückzukommen. Weil wir natürlich auch alle FTE zählen und gucken müssen, wie man das Ganze dann irgendwie in ein Konzept gießt. Aber ich glaube, dass Kulturwandel auch so funktioniert. Manchmal so ein bisschen Guerilla-Taktik-mäßig. Jetzt haben wir ja vorhin schon mehrfach gehört, du bist die erste Geschäftsführerin im Vorstand. Was denkst du denn, hat das für eine Bedeutung fürs Unternehmen? Klar, das hat eine Bedeutung, ne? 1 aus 3, mein Gott, unsere Quote ist mit einmal sowas von super erfüllt, das ist fantastisch. Und ich hatte irgendwann letztes Jahr, nee, dieses Jahr war es glaube ich, weiß ich nicht, im Abendblatt ein Interview, das war die allererste Frage von dem Journalisten. Ich bin ganz froh, dass du das nicht als erste Frage gestellt hast, weil natürlich will man darauf nicht reduziert werden und natürlich spielt es trotzdem eine Rolle. Aber ganz ehrlich, ich fände es viel cooler, wenn die Männer, die neben mir sitzen, da sitzen würden und auch 2 Jahre Elternzeit gemacht hätten. Und dann hätten wir eine ganz andere Diskussion um dieses Thema. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich schon ein Rollenmodell. Also gar nicht mal, weil ich das sein will, sondern es ist per se so. Es ist eine andere Diskussion, die ich jetzt, wenn ich im Frauennetzwerk stehe, haben kann und sagen kann, jeder muss das für sich irgendwie entscheiden, wie viel er arbeitet, wie wenig er arbeitet, aber natürlich geht es. Es geht. Und ich hatte nie eine Nanny. Und es geht. So. Und das hat natürlich einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf das, wie wir Geschäftsführung leben. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, und
werdet ihr wahrscheinlich auch zustimmen, Männer und Frauen führen auch unterschiedlich. Und meine beiden Kollegen sind etwas älter als ich, haben einen ganz anderen Hintergrund. Der eine ist Chemiker, der andere ist Financer. Und auch wenn ich auch eine Banklehre habe, ich bin wirklich nicht sehr finanzaffin, sondern da schlägt mehr die Psychologin durch. Und ich glaube, das ist schon die Diskussion, die wir in der Geschäftsführung haben und damit auch die Themen, die wir aufgreifen und damit auch ein bisschen wieder das Thema Kultur verändert, was unser Unternehmen da begleitet. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen einen Sprung machen inhaltlich. Digitalisierung ist ja unser Thema des Tages. Was würdest du sagen, stellt das Thema Digitalisierung für Shell dar, für die Organisation und auch für Führung und Leadership heute? Das ist eine große Frage. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Das ist vielleicht eine ganz gute Illustration davon, wie ich auch glaube, wie ich einen Unterschied mache, sowohl als HRler, als auch als Psychologin, als auch in der Geschäftsführung. Wir hatten einen Away Day mit unserem Country Coordination Team, das heißt, das sind die ganzen Bereichsleiter, die eigentlich woanders hin berichten, die aber halt in diesem Team unter unserem Country Chair sozusagen vereint werden. Und natürlich kam das Thema Digitalisierung auf. Und einige sagten, ja, können wir schon, machen wir schon, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und andere sagten, machen wir so gar nicht, müssten wir nicht was tun. Und ich hatte mich mit einer befreundeten HR-lerin in einer ähnlichen Rolle von Unilever unterhalten. Und die war in einer ganz ähnlichen Situation und die hatte mir erzählt von einem Workshop, den sie gemacht hatten. Und dazu hatte ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe dann in diesem CCT-Meeting gesagt, ich finde, wir sollten so einen Workshop machen, weil ich glaube, wir reden gar nicht über die gleichen Dinge. Also Digitalisierung ist ja so ein bisschen, ist ein bisschen wie Teenager-Sex. Alle reden drüber, keiner weiß wirklich, wie es geht und alle wollen es. So. Und an der Stelle habe ich ja gesagt, es wäre doch mal ganz gut, wenn wir zumindest ein gemeinsames Verständnis hätten. Weil der Manufacturing-Leiter sagt, Digitalisierung ist, wenn die Drohne über die verschiedenen Schlote fliegt und sieht, wenn irgendwas verstopft ist. Der Mensch, der den Tankstellenbereich führt, sagt, Digitalisierung ist, wenn ich an der Zapfsäule, ohne in den Shop gehen zu müssen, mit meinem Handy bezahlen kann. Und der Trader sagt, nee, das geht, wenn ich sofort die Preise in Realtime vorliegen habe. Von daher werden wir jetzt tatsächlich einen Workshop machen, der wird Ende November stattfinden, wo wir uns mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und das auf verschiedene Weisen, eben nicht nur technisch, sondern so ein bisschen ist mir das heute auch nochmal bewusst geworden über das Thema Haltung und wie wollen wir denn auch führen in so einer Zeit, wie viel Präsenz wollen wir werden das auch selber am eigenen Leib so ein bisschen mit Teamübungen verbinden, also das ist nicht rein ein Techie-Kurs, sondern ich habe da ein bisschen Einfluss drauf genommen, das ist auch ein bisschen für uns dazu dient, dass wir stärker als Team zusammenwachsen und wir drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Eine gemeinsame Sprache, idealerweise am Ende ein bisschen eine Strategie, aber auch so eine Art Teambuilding. Und ich glaube, dass das für Unternehmen in dieser Zeit ganz wichtig ist. Wir hatten kürzlich ein Engagement mit unserem obersten HRler, also unserem CHO, der wirklich im Board sitzt. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, wie sieht denn unsere digitale Strategie aus? Und er hat gesagt, unsere Strategie ist, wir geben das ins Business. Ich sagte daraufhin, das macht mich nervös und er sagte mich auch. Warum macht uns das beide nervös? Weil wir halt sehen, dass die Businesses alle unterschiedliche Dinge tun und natürlich silomäßig organisiert sind. Und da, wo ich auf die Businesses treffe, ist in 14 Ländern in der Horizontalen. Und wenn ich dann wiederum an meine kleineren Länder denke, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sitzen da 3-4 verschiedene Bereichsleiter, die alle verschiedene Agenten haben und wieder ist es der arme HRler, der versuchen muss, der Glue im System zu sein und zu versuchen, das zu vereinheitlichen und irgendwie das auch mit dem Land in Verbindung zu bringen. Weil auch wenn Digitalisierung ganz toll und groß und global klingt, hat es doch immer einen Länderaspekt. Das läuft auf das Thema Kultur hinaus. Und in Deutschland ist Digitalisierung so anders zu verstehen als in Italien oder in Russland oder auch nur in Dänemark. Man glaubt, das ist ganz dicht, aber es hat einen ganz anderen Aspekt. Von daher glaube ich, dass es an der Stelle ganz wichtig ist, da ein Verständnis und irgendwie eine Einheitlichkeit auch auf Länderebene zu kriegen. Dass wir das als so eine Company nicht zentral machen, macht mich nervös und andererseits denke ich, wenn wir irgendwas zentral machen würden, würde es so lange dauern, dass es so überholt ist, bis es in den Ländern angekommen ist, dass es vielleicht tatsächlich so sein muss. Und vielleicht
Das war euer zweites Wort, Ermächtigung, genau. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, und das sehe ich als meine Rolle an, die Leute, die Führung im Land haben, auch zu ermächtigen und zu ermutigen, diesen Raum auch zu nutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von euch es am Anfang irgendwie in den Intros gesagt hat, auch wirklich zu sagen, den Raum zu schaffen. Den Raum zu schaffen dafür, dass solche Dinge auch wachsen können. Und ich hoffe, dass wir das tun können. Und dass dann der Unease, dass wir keine zentrale Strategie haben und alles jetzt ein Business geht, vielleicht ein bisschen weggeht, weil wir es selber gestalten, den Raum, der sich da eröffnet. Was ist denn dein Bild bei dem Thema Digitalisierung Shell in Deutschland, jetzt mal bezogen auf den Bereich in 5 Jahren? Man schwankt da ja so zwischen Digitalisierung verändert alles und Digitalisierung ist auch nur eine Veränderung, so wie es die in der Vergangenheit auch gab. Wo auf dem Spektrum würdest du euch da sehen und wie? Ja, beides. Also erstmal glaube ich ja, dass Digitalisierung ja kein Selbstzweck ist. Das ist ja ein Enabler. Ich meine, wenn man bedenkt, vor 50 Jahren gab es etwas wie Steno und eine Schreibmaschine irgendwann und dann irgendwann Computer. Und heute diktiert man vielleicht manchmal in sein Handy oder schreibt auf seinem iPad und es wandelt um. Digitalisierung hat ja wirklich viel mit Tools zu tun. Und im Zweifelsfall sollen die uns natürlich das Leben leichter machen. Aber die verändern, und da kommen wir wieder zum Thema Kultur, natürlich das Miteinander und das Umgehen. Und es gibt ja einige radikale Theorien, die sagen, wir brauchen gar keine Hierarchien mehr, sondern wir brauchen ganz andere Umgangsformen. Die Frage ist sicherlich, was auch gesellschaftlich in den nächsten 5 Jahren passiert. Also wenn man nach Amerika, nach Russland oder auch in die Türkei guckt, dann sind das ja schon Antworten darauf, wie Menschen mit Komplexität umgehen. Also da ist ja ein ganz großer Wunsch nach Identifikation, nach Nationalität und nach Vereinheitlichung. Das sehen wir zum Teil mittlerweile auch in Deutschland. Von daher nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, was in 5 Jahren ist. Ich glaube, dass Technik voranschreitet. Die Frage wirklich ist, wie wir in Deutschland in der Lage sind, zunehmend eine Wissensgesellschaft zu sein und nicht den Menschlichkeitsfaktor zu verlieren. Wir sind, jetzt muss ich mal kurz Werbung in eigener Sache machen, extrem erfolgreich mit dem Tankwartkonzept bei Shell. Das hat nun so gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Ich glaube, genau deswegen ist es erfolgreich, weil es mit dem Menschen zu tun hat. Weil da plötzlich ein Mensch steht und der bietet mir an, dass er mir hilft. Und ich glaube, dazwischen wird es sich irgendwo abspielen. Zwischen dem Wunsch nach stärkerer Vereinfachung, nach Identifikation. Vielleicht werden wir irgendwann nur noch wirklich in so agilen Teams arbeiten und die Digitalisierung hilft uns. Vielleicht landen wir aber auch in einem viel autoritäreren Ding, was Komplexität rausnimmt. Das wünsche ich mir nicht, aber möglich ist es. Und da kann Digitalisierung auch enablen, weil das einfach Meinung machen kann. Ich glaube, es ist alles gerade möglich und ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren Weichen stellen, dass es in die gute Richtung geht. Mal gucken. Ich habe schon mal... Ich habe schon ein Signal bekommen, deswegen würde ich gerne eine abschließende Frage dir noch stellen. Was würdest du am Montag in deinem Unternehmen verändern, wenn du völlig freie Hand hättest? Völlig freie Hand? Das ist ein bisschen Paradoxum, weil ich habe mir ja so ein komplexes Unternehmen auch ausgesucht, aber ich glaube, ich würde wirklich mehr Gestaltungsspielraum im Land haben wollen. Weniger Matrix, das müssen wir nachher auch rausschneiden. und tatsächlich, also ich war, als Alexa vorhin erzählt hat, ich habe gedacht, so ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr Familienunternehmen und ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum und wieder ein bisschen auf meine Wurzeln berufen, PE machen zu können, die haltungsorientiert ist, das finde ich schon cool. Vielen Dank.